Oh ja? Gott, ey. Aber schön sauber, der Container. Ja, du? Ja? Schön, da ist Schüder mein Name. Wie ist dein Name? Schüder ist mein Name. Schüder. Ich bin Uwe Schüder. Hallo. Uwe, kannst du uns pushen? Ganz oh, nice. Gemacht. Ja, warum hast du dich sauber gemacht? Ey, warum haben wir keinen Tannenbaum? Ja. Das wär's. Ey, meine noch so ein Tannenbaum um. Hier, Alter, alles an Gerätschaften, die stehen haben. Ey. So, ihr Lieben. Erstmal frohes Neues und einen wunderschönen guten Morgen. Danke für all eure Treue und Unterstützung letztes Jahr. Ich hoffe, das bleibt in diesem Jahr auch so und ich hoffe, wir knacken die 100.000 Abonnenten. Ah, ich habe zwei Sachen auf dem Herzen, bevor wir richtig loslegen wieder mit neuen Vlogs. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund. Das neue Jahr gewünscht. Ich wünsche euch von Herzen natürlich alles Gute und Glück dieser Welt. Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich habe zwei Sachen auf dem Herzen. Wir sind am Überlegen, wir kriegen so viele Nachrichten über Insta, über YouTube und so weiter, ob wir einfach mal einmal die Woche so ein Fragevideo hochladen, wo ihr einfach, wo Nachrichten beantwortet werden, Kommentare von YouTube beantwortet werden. Wir kommen einfach nicht gegen an und ich weiß nicht, wie wir das anders lösen können. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ja, dann würden wir das einfach in die Wege leiten, sozusagen. Das zweite Ding ist, viele haben ja gesagt, oh Mensch, scheiße mit Baukopie, die Werbung, das nervt. Mich nervt es nicht und ich möchte bitte auch, ihr müsst es nicht, ihr müsst es nicht schön finden oder so, ihr müsst es einfach nur akzeptieren, da würde ich euch darum bitten. Jakob war immer für mich da. Ich hatte damals, weiß ich gar nicht, Alter, 1070 Abonnenten und Jakob nachts neben seiner Ausbildung als Pfleger, wovor ich heiden Respekt habe, Baukopp jetzt die Videos geschnitten und gemacht und getan und er war für mich da und jetzt habe ich die Möglichkeit, ihm ein Stück zu danken und das zurückzugeben. Jetzt bin ich für ihn da und es ist sein Wunsch, Fotografie beruflich zu machen und dann möchte ich alles geben und das unterstützen. Und wenn er da seine Bilder einblendet oder da 2 Minuten pro Video Sendezeit kriegt, dann halte ich das für gut und freue mich für ihn. Ich hoffe, ihr tut das auch. Ich wollte das nur einmal erklären. Niemand hat an mich geglaubt damals und hat immer gesagt, Digga, lass den Kopf nicht hängen, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und ja, da bin ich dran geblieben, ich habe ihm viel zu verdanken und ich mache ihn unheimlich gerne und von daher, unterstütze ich ihn einfach. Versteht ihr das? Einfach so, Digga, Alter. Ja, mit D-Max, ich hoffe, die melden sich, D-Max. Ich habe noch nichts gehört von denen, wir haben auf jeden Fall gute Einsteigquoten gehabt. Vielen Dank dafür auch nochmal. Und was gibt's noch? Was hatte ich auf dem Herzen noch? Ja, weiß ich nicht. Möge der Vlog beginnen. Haut rein. Dieses Jahr wird rasiert. 100.000 Abonnenten und mehr. Schön, dass es euch gibt. Rinjan und immer tanzen. Ach so, bevor ich es vergesse. Instagram folgen. Also nicht deabonnieren, sondern abonnieren auf Instagram. Und was war noch? Den Shop. Den Online-Shop. Jakob blendet mal ein paar. Oder Baukop blendet jetzt mal ein paar Sachen ein. Genug gesabbelt. Jetzt ist Vlog-Time. Es ist sehr fein. It's Vlog-Time. Lalalala. So, Leute. Ich habe das Loch gemacht und Robert stellt hier den Verbau jetzt. Das sieht aber auch aus hier, guck mal. Radlader. Wo ist er? Ne, da ist er nicht, aber. Ein Bagger. Die Leute. Geht. Passt nicht oder was? Jetzt? Willst du uns da weitermachen oder? Ja. Warte, bis du fertig mit dem Bahnbau. Ich bin schon fertig, ich kann packen. Hör, guck mal, der ist der Scheiße. Alles gut. Hat er gemacht? Was hat er gemacht? So, was hat er gemacht? Mit Kippe im Hals, weißt du? Hier, scheiß Baggerfahrer. Jo. Handeln, klauen und lügen. Warte, heb noch mal an. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Sagt er immer. Ja, ich weiß. Und hinterher ist alles scheiße. Ich zeige euch mal eben was. Hier, abgesehen von unserem besten Mann in der Firma. Der Typ mit 2 innenliegenden Daumen. Hier, guck mal. 1. Mach mal ab! Mach mal ab da, Mann, du Penner. Zack, zack. Hey.
Hallo. Immer dasselbe so. Leute, dieses Jahr wird richtig rasiert. Wir haben jetzt noch einen 6-Tonnen-Bagger und einen 2-10er, also einen 21 oder 22-Tonnen-Bagger. Und ja, dieses Jahr wird unser Jahr, der wird richtig rasiert. Guck mal an hier alles. Guck mal an hier. Yep. Wo ich mich richtig geärgert hat gestern, hat einer. Soll ich den Ding geben oder was? Hau ab. Todestag ist heute, ja stimmt. Einer hat auch Spaß geschrieben, am 6.11. wird Gio sterben. Heute ist der 6.11. Am 6.1. Heute ist der 6.1. Sicknigit. Und ich lebe noch. Tot. Gestern hat mir einer vor meiner Nase einen Hanomag 55D weggeschnappt. Ich habe mich so darüber geärgert. Das war mein Wunsch, ein Hanomag, Alter. Ein 55D. An diesen Penner, der mir den Hanomag weggenommen hat. Alter, du bist doof. Liebe Leute, auf der Baustelle, wo wir sind, da war eine Firma, die hat so einiges verbockt. Und wir machen das jetzt hier, beziehungsweise machen wir Schadenregulierung hier. Und jetzt kloppen wir gerade den Verbau rein, weil ab 1,20 brauchst du ja einen Verbau. Und wir müssen auf 5 Meter Tiefe fast. Das heißt, wir machen da 2 Verbau, weil das Leben der Jungs mir doch am Herzen liegt. Scheiß auf die 50 Euro, die der Verbau kostet, aber das macht sonst keinen Sinn. Und jetzt guckt euch bitte mal an. Wir haben so viel Arbeit und alles. Diese Firma oder Firmen, die können so gut wachsen im Moment. Die können so viele Aufträge, auch in den nächsten Jahren noch. Und dann kommen die Leute und machen so einen Fusch. Ich zeige euch mal ein paar Kleinigkeiten jetzt. Und die sind unbegreiflich, Alter. Sowas, also das ist normalerweise für Facebook Fusch am Bau. Pass auf, guck mal hin. Ich zeige euch was. Guckt euch mal den Boden an. Das soll Tragschicht sein. Guck mal, was da drin ist, Alter. Guck mal. Pfann, da ist alles Mögliche an Müll drin. Guckt euch das an. Guck mal die Schichten da. Und dann einfach Rohr rauf, Sand. Warte, kann man das sehen? Guck mal, Schichten. Das ist so ein Zentimeter. So Müll und dann darunter alles mit Pfanne vollgeschmissen. Ja, überhaupt keine Stabilität. Das ist nur ein Zentimeter. Das ist nur ein Zentimeter. Alles, guck mal. Und so eine Firma. Jo, geht weiter. Und so eine Firma kriegen einen Aufträge, ich begreife es nicht, ehrlich. Also, dass man mal, keine Ahnung, irgendwo Boden lädt und auf einer anderen Baustelle kippt oder wie auch immer, das kann ich ja noch alles verstehen, ne? Aber das ist schon mehr als Fusch. Alter, hier sollen Autos draufstehen, Alter. Hier sollen Fahrzeuge rüberfahren und dann wird so ein Fusch gemacht, also. Das ist für mich unbegreiflich, ehrlich. Auch über den Kabeltrassen da. Kein Trassenband, kein Sand, gar nichts, einfach diesen Müll rübergeschmissen. Also, unbegreiflich, ehrlich. Das ist traurig. Aber gut. Wir zeigen euch, wie man es nicht macht und wie man es macht. Das ist das Gute an dieser Baustelle hier. Oder mit, was gut ist auf dieser Baustelle hier. Also von daher, geht das weiter. Ey, wir sind hier in Lübeck beim besten Dönerladen der Welt. Hier mit Shahi. Ja. Ja. Wie heißt dein Dönerladen? Durchfall. Corner. Grillhaus da. Corner. Das ist auch ein Name. Ja, hier. Grillhaus Corner. Könnt ihr alle mal gucken. Beste Laden. Wir kriegen heute Döner aufs Haus, Bruder. Doch, ja. Bitte schön. Hier, guck mal, die beste Döner. Durchfall garantiert. Ja. Das Fleisch ist nur. Das Fleisch ist nur 4 Monate alt. Schick dir, Rigid, guten Appetit. Guck mal, ey, schick dir, Rigid, guten Appetit. Ey, 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 ey. Ja, mach mal auf. Ja, da ist nichts mit. Trink mal, Bruder, trink mal. Hier dürfen wir auch nicht wiederkommen. Guck mal, wir haben natürlich auch einen Zeitplan, den wir einhalten müssen. Aber wir verbringen jetzt gerade Wochen damit, so einen Scheiß zu beseitigen. Ich zeige euch erst mal was. Pass auf, guck mal. Läuft die Kamera? Ja. Hier läuft! Film das mal, ja. Zeig mal bitte. Moin, Uwe! Ja, hau dir kaputt! So einmal eine Kamera in der Hand. Fachfirma? Ja, das kann man nicht so geil sehen. Haben wir eine kleine Wasserwaage da? Da hast du da gekauft. Was das? Ja, richtig gut. Das Wasser soll auf jeden Fall in den Schacht rein. Oh, du hast ja dickes Chef. Hey, hallo! Hast du? Ah, sind das diese mit diesen Spendern? Das ist nur am Fressen hier, die dicke Sau.
Ach, die sind das. Hä? Die sind das. Die waren teuer, die haben 45 Cent gekostet. Alter, guck dir das hier. Warte. Guck mal. Ist doch super. Ja, guck mal hier. Ja. Ist halt in den Schacht rein, ne? Guck mal hier. Ja. Guck mal. Na, es geht zum Schacht. Es ist, du musst eine Hochkant hinstellen. Das ist ein minimales Gefälle. Was sagst du, Chef? Warte mal, musst du, das, hier, guck mal. Nee, das ist ein lotrechtes Rohr. Guck mal her hier. Uwe. Sieht man die Blase? Ja, was meinst du, was ich eben gefüllt habe? Geht noch, Alter. Ja, ja, zum Schacht. Ist Minimalgefälle. Ach, guck mal. Schachfirma. Guck mal hier. Dein Arsch zeigt mir. Oha, nee, warte mal, Digga, du hast Fett. Digga, ohne Scheiß jetzt, du hast Fett am Arsch. Ist einfacher. Wenn du gleich wieder in den Bagger steigst, ist das ganze Sitz voll, Digga, ich schwör's dir. Hier, guck mal, warte mal, hier. Das! Und hier einmal für die Leute, die noch nie einen Verbau gesehen haben oder nicht wissen, was das ist. Das hier ist ein Verbau. So wird fachmännisch bearbeitet. Hier wurde ein Schacht gesetzt, ich zeige euch den mal. Und die Fachfirma, die das Rohr gelegt hat und den Schacht gesetzt hat, die haben keinen Verbau genommen in 5 Meter Tiefe. Ey, ein Verbau kostet 9 Euro am Tag. Dafür riskieren die Menschenleben. So, pass auf. Guck mal einmal da runter. Ich zeige euch das mal einmal. Guck mal. Ein Ring hat 50 Zentimeter. Guck mal, wie viele hier sind. Und da unten stehen Leute drin, Alter. So, und so wird das nämlich fachmännisch gemacht, Leute. Guckt euch das an. Mit dem Verbau hier, zack. Jetzt können da Leute runtergehen, ganz entspannt. Und drinnen arbeiten, ohne dass sie Angst haben müssen. Und guck mal, mit was für ein Boden hier verfüllt wurde. Ey, guckt euch das mal an hier. Guck mal. Guck mal. Wie kann man so einen Schrott einbauen, ey? Statt hier einen LKW voll Sand reinzuschmeißen. Warum ist sie jetzt dazu? Statt einen LKW voll Sand reinzuschmeißen. Was wollt ihr schon wieder von mir, ey? Was ist hier los? Nachrichten. Ja? Was denn? Laser ist doch raus. Die Feuchtigkeit sieht aus. Wie ist Frost da drin aus? Hä? Digga, das. Ja, der hat schon einen Akku reingebaut heute Morgen. Das sehen wir. Wo war der über Nacht draußen? Keine Ahnung, oder was? Die Radlader fahren hier ab. Das ist immer das Ding, Leute, weißt du, wenn man die Arbeit nicht ordentlich macht, Alter. So eine Scheiße hier, alles doppelt und dreifach, das kostet alles Zeit und Nerven. Und ja, hier wieder aufmachen, die Gegengefälle habt ihr ja gesehen. Dann müssen wir wieder aufmachen, eine neue Bohrung machen, das Rohr hochziehen. Hier, die Kabel müssen wir alle freilegen, weil wir hier den Verbau nicht weiter runterkloppen können. Müssen wir die, guck mal an, den Scheiß. Jetzt wollen wir hier die Kabel nämlich einmal mit Spanngurten zusammenwickeln und dann aus dem Gefahrenbereich nehmen. Nicht, dass wir die mit dem Korb hauen und rutscht ab und haust die Kabel platt. Ja, aber weißt du, wenn man das einmal ordentlich macht oder richtig macht, eine Fachfirma, das macht, denn passiert sowas nicht. Aber ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Auch für den Kunden, weißt du? Und auch natürlich im Endeffekt für uns, weil bei uns heißt es, ihr seid schon 3 Wochen hier, es ist nichts passiert. Ja klar, wenn wir die ganze Zeit nur Schäden beheben, dann ist unsere eigentliche Arbeit ja nicht erkennbar, ne? Und das ist schade. Und darum müssen wir immer tippen. Naja, Malte, Grüße an dich. Ich hab dich heute gesehen hier, Kollege. Willst du mal Bagger fahren? Das kriegen wir hin. Hier, guck mal. Arbeite mal, sagt er. Sitzt den ganzen Tag auf dem Bagger, die fette Sau. Hier, Radlader. Also alle in Action hier. Also, liebes Goldbeck-Team, wir geben uns Mühe. Nur die Arbeit muss jetzt einmal vernünftig sein. Wenn das Kind jetzt eh schon im Brunnen gefallen ist, müssen wir versuchen, das wieder rauszuholen und nicht noch tiefer reinzuschmeißen. Und von daher geben wir unser Bestes. Also entschuldigt bitte, dass es so lange dauert, aber das muss jetzt einmal ordentlich sein. Wenn nachher Pflasterfläche drauf ist, kommst du an die Rohre nicht mehr ran. So, ihr muss Schluss machen, ihr muss was tun. Guck mal hier, wie finanziert. Ja, weil Uwe, was jetzt? Wo willst du hin? Machst du schon wieder Video? Ja, wo willst du hin? Wo willst du hin? Machst du Video? Ja. Gib's doch mal Uwe, guck mal. Ja. Uwe. Guck mal hier, siehst du, Uwe? Guck mal, ne? Wo willst du hin? Ist die Hose ein bisschen zu eng oder was? Kaufst du nicht in deiner Größe? Digga, Sportlerbeine, Digga. Sportlerbeine? Also, wo willst du jetzt hin? Zur Bank. Na, guck mal. Das ist unser Hotel, wo wir hier hausen. Hier. Guck mal, Chef, ich wollte mal zeigen, dein Kissen. Guck mal hier, ich mach das live. Verpiss dich, ich hab meins nicht da. Ach so, ist das deines? Ah ja, warte mal. Lauf nicht! Warte mal. Digga, ich pack wieder ein. Was? Ach so, sonst warte doch mal, Uwe kommt gleich zur Hilfe. Hier, unsere Hausmama. Hey, komm mal, Heidi. Heidi, schick dir, hier geht das hoch. Benni ist kacken. Nee, ich wollte dir mal Bennys Zimmer zeigen, komm mit. Das ist viel besser.
Digga. Da schläft Benni. Digga. Hier, das ist Roberts Zimmer. Hey, Ma. Wer ist denn da unten? Ich weiß es nicht. Warte. Ja, warte. Hey, Robert. Du musst rubbeln, mehr rubbeln. Robert, schlaf gut. Yeah, guck mal hier. Voll. Zu die Fuß. Warte.